Hallo und zurück zu unserer Umfrage, welches Survival Game wir auf unseren Kanal einspielen werden. Denn ich habe so richtig mal wieder Lust auf ein Survival-Spiel, auf Bauen, auf Überleben, auf vor allen Dingen auch Entdecken, so ohne ja, irgendwelche größere Story, sondern dass man sich seine eigene Story baut, ne? Ja, und da habe ich euch einige Spiele zur Auswahl gestellt. Und dann habe ich euch nochmal das letzte Mal drum gebeten, ja, dass ihr nochmal abstimmt. Jo. Und eigentlich war ja so ein Unentschieden zwischen Medieval Engineers und Dark and Light. Und, Achtung jetzt, es hat sich tatsächlich was Neues ergeben. Jetzt haben wir einen Dreier gesponnen, ne? Ja, und ich habe es, glaube ich, schon ein bisschen gespoilert in meinem gestrigen Video. Oder ich habe es nicht nur ein bisschen gespoilert, ich habe es wahrscheinlich ganz schön gespoilert. Und ich werde Conan nehmen. Ihr habt schon gemerkt, dass ich das auch präferiert habe. Denn, ich sage es euch gleich warum. Denn Medieval Engineers ist ein Spiel, was schön ist zum Bauen, insbesondere auch zum mittelalterlichen Bauen, aber das war's dann, ne? Dort ist auch nichts Großartiges zu entdecken oder irgendwie zu interagieren mit irgendwelchen anderen Leuten und so weiter. Ja, zum Bauen ist es wirklich sehr schön. Und aber ansonsten, Dark and Light, finde ich, ist ein wunderbares Szenario in einer wunderbaren Welt, die aber noch, finde ich, recht buggy ist. Da muss man noch mal schauen. Deswegen denke ich, dass Conan hier die richtige Wahl ist. Und ich sag gleich noch mal was dazu. In meinem Video, wie wir das angehen, das Ganze. Denn ich würde euch gern auf meinem Server dann einladen. Genau, das würde ich gern machen. Aber kurz davor noch, welche Art des Rollenspiels würdest du bevorzugen? Und hier gibt es auch ein Unentschieden zwischen der Player-Character wird vom Let's Player gesprochen oder der Player-Character wird... und gleichzeitig gibt es Kommentare im Spiel. Oder Let's Play wird komplett als Rollenspiel kommentiert. Ich glaube, ich werde mich wieder mal so entscheiden, wie ich es bei Ark gemacht habe. Manchmal lasse ich unseren Protagonisten ein paar Worte sagen. Ansonsten kommentiere ich aus dem Off heraus. Ne? Und es macht auch Sinn, wie ich euch schon gesagt habe, beim Bauen und so weiter, ne? Dass man hier ein paar Kommentare dann ablässt. So, aber jetzt zum eigentlich wichtigsten Teil, und wir müssen mal schauen, wie wir das hinbekommen, denn ich habe ja dann einen Server aufgesetzt und dort könnt ihr dann joinen. Ihr schreibt mich einfach an, ich schreibe es noch in die Info-Box und wer möchte, kann dann mitmachen. Es gibt nicht viele Regeln, sondern nur die, dass man dann auch, ja, ich sag's mal, ein bisschen Rollenspiel-like sich drin verhalten soll, wenn man anderen Spieler trifft. Oder, naja, wenn anderen Spieler trifft, ist mir es eigentlich egal, aber da ich ein Let's Play mache, wenn ihr mich trefft, ne, dann, also, wenn ihr, da steht wahrscheinlich dann drüber auch, Gedwin, wenn ihr mich trefft, dann bitte auch so, also nicht springend rum, um mich rum tanzen oder sowas, sondern ein bisschen rollenspieltechnisch solltet ihr euch da verhalten. Ich denke, ich muss aber nochmal mich einlesen, es gibt einen Voice-Chat, das wäre natürlich das Beste, wenn wir uns dann per Voice-Chat unterhielten. Ne? Also ich denke es mal, ich hoffe es mal. Müsste ja ein Voice-Chat geben, oder? So, ich muss mal schauen, was das dann auch für eine Taste ist. Genau. Und ihr würdet mich dann anschreiben. Ich gebe euch dann das Passwort. Und dann könnt ihr drauf. Ihr könnt, Achtung, ihr könnt nur drauf,
wenn ich auch drauf bin. Deswegen werde ich euch immer kurzfristig, ich kann es nur kurzfristig machen, weil ich meinen Zeitplan, der ist einfach so, dass ich euch nicht sagen kann, wann ich spiele. Ich kann nicht sagen, ich spiele immer abends um 8 am Donnerstag, weil ich habe Wechselschichten, ne? Und es kann jederzeit sein, ne? Ich hab da keine festen Zeiten, ich kann über den Tag über, das ist bei mir, wie es kommt, ne? Und deswegen werde ich das kurz davor, ein paar Stunden vielleicht davor, wenn ich denke, oh, heute Abend oder heute Morgen, mal, dass ich mal eine Stunde drauf bin, ne? Würde ich euch das dann irgendwo mit reinschreiben. Muss ich noch schauen, wie ich das mache. Ich verlor meine Familie, meine Frau, meine Kinder, mein Heim. Während einer Säuberung kamen sie über uns, Banditen, Piraten, was auch immer sie waren. Und ich verlor alles, alles außer meinem Glauben. Mein Glaube gehört Mithra. Gott, der Gerechtigkeit, Tugend über alles schätzt. Und so wurde ich erzogen, genau in diesem Glauben. Und andere Glaubensanhänger, die sündig sind, wie diese Säuberer, die sollen dran glauben. Ja, und das war ein kleines Intro für unseren Charakter, der dann praktisch so eine kleine Hintergrundgeschichte hat, jetzt nichts Gewaltiges, ne, auch klischeehaft ist es natürlich auch. Ich hoffe, ihr solltet, wer dann vielleicht auch mit drauf geht auf den Surfer, sollte auch eine kleine Hintergrundgeschichte haben, auch eine Religion sich dann wählen und auch sich entsprechend der Religion dann verhalten und entsprechend seiner Hintergrundgeschichte, ne? Wenn er eher ein böswilliger, wenn er eher einen böswilligen Charakter spielt, ne, dann praktisch dann auch dementsprechend handeln. Ne, dann kann er auch zum Dieb werden und so weiter. Ne. Muss man halt aufpassen, muss man halt selbst aufpassen dann. Genau. Und ich werde es dann auch so machen, dass ich alle Kisten und so weiter lootbar mache von allen Spielern. Das heißt, dass eben dann auch ein Dieb eine Chance hat, hier loszuziehen und von anderen Spielern zu klauen. Muss man halt dann aufpassen, ne, wie man das anlegt und wie man sein Habe zu schützen weiß. Genau, ja, wenn denn jemand so Interesse hat. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, habe ich eingestellt, andere Spieler zu töten. Aber es muss schon einen rollenspielmäßigen Grund dafür. Also einfach rumzugehen und jeden Platz zu machen, ist blöd, ne? Es müsste schon rollenspieltechnisch irgendwie reinpassen. Ihn einfach zu erschlagen. Ich meine, okay, könnte man auch sagen, ja, mein Charakter, der ist einfach ein Mörder oder so. Ne? Ja, aber es müsste irgendwie einen tieferen Sinn geben. Genau. Jo, also, wie gesagt, das sind so die kleinen Hausregeln. Ne? Ich schreibe sie nochmal ein bisschen auf. Damit man sich da drin auch zurechtfindet in der Welt. Ne? Jo, dann bin ich mal gespannt und ich freue mich schon auf das Spiel und ja, wer sich vielleicht dann bereit erklärt, da mit reinzusteigen ab und an mal, wenn er Zeit hat, ist natürlich von der Flexibilität her ein bisschen blöd, ne? Aber vielleicht passt es mal dann an der einen oder anderen Stelle. Ein paar Mods habe ich drauf, die müssten dann mit runtergeladen werden. Und jo, ich sag erstmal wieder ciao, ciao.